Dann darf ich euch alle recht herzlich begrüßen zur Antritts-PK von unserem neuen Cheftrainer Joachim Standfest. Bei uns heute drei Herren auf dem Podium: Geschäftsführer Christoph Lengle, unser Sportdirektor Roland Kirchler und unser neuer Cheftrainer Joachim Standfest. Christoph, ich beginne mit dir. Du kennst Joachim jetzt schon seit März. Erzähl uns mal, wie hast du ihn denn in dieser Zeit kennengelernt? Ja, sehr gerne. Zuerst möchte ich auch die Chance nutzen und einen schönen Mittag aussprechen und danke für euer Kommen. Und vor allem ein großes und ein herzliches Willkommen an unseren neuen Cheftrainer, an den Joachim Standfest aussprechen. Zu deiner Frage, Bene, wie ist dazu gekommen? Wir haben jetzt die Möglichkeit gehabt, die Chance gehabt, den Trainer, den Menschen Joachim Standfest in den letzten drei Monaten gut und intensiv kennenzulernen. Ich war auch auf allen Auswärtsfahrten mit, da beobachtet man gewisse Dinge, wie verhält sich ein Mensch, wie verhält sich ein Trainer, wie wirkt er auch auf Menschen, wie wirkt er auf die Mannschaft. Und diese Chance, diese Möglichkeit, die habe ich einfach gehabt und da hat sich dann auch herauskristallisiert, dass er für uns absolute Option ist für die zukünftig vakante Cheftrainerposition. Der Roli Kirchler ist dann auch dazugekommen und kennt den Joachim natürlich auch sehr, sehr gut und hat dann auch noch seine Inputs mitgebracht. Im Endeffekt war es dann so, man hat den Menschen kennengelernt. Joachim ist ein sehr ehrlicher, harter Arbeiter, einer, der hoch motiviert ist, der einen Weg gehen möchte. Und irgendwann hat sich dann auch das Bild ergeben, warum in die Ferne schweifen, wie man so schön sagt, wenn das Gute so nahe liegt. Aber man möchte es sich dann auch nicht zu einfach machen und deshalb ja, strapaziere ich die zweite Metapher. Nur der Vergleich macht sicher. Und wir haben dann in dem Prozess uns auch mehrere Kandidaten angeschaut und angehört, uns damit befasst. Und schlussendlich haben wir uns mit 100% Überzeugung für den Joachim entschieden. An der Stelle möchte ich mich beim Roli Kirchler und seinem Team wirklich herzlich bedanken, dass wir die Zeitlinie auch so eingehalten haben, wie er sich's vorgenommen hat. Also ich glaube, wir liegen voll auf Kurs. Der Roli ist vor einer guten Woche offiziell vorgestellt worden. Jetzt eine Woche später den neuen Cheftrainer zum Präsentieren zeigt einfach, dass wir mit Volldampf unterwegs waren. Aber es war nicht wichtig, schnell zu sein, sondern überzeugt zu sein. Und wir sind schlichtweg überzeugt. Jetzt sind wir soweit komplett. Wir haben den Mann auf der obersten Kommandobrücke jetzt mit dem Joachim gefunden. Die Kaderplanungen laufen schon seit einiger Zeit, seit die Herren Roli, Marc, der heute auch im Raum ist, Philipp Netzer, seit die an Bord sind, laufen die Kaderplanungen auf Hochtouren. Und jetzt mit dem Trainer ist natürlich das letzte Mosaik dazugekommen. Und jetzt hoffen wir dann auch, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen Abschlüsse präsentieren können, beziehungsweise Verstärkungen für den SC Alltag gewinnen können. Roland, du hast ja bei deiner Antritts-PK deinen Wunsch ziemlich stark geäußert, dass du dir einen jungen österreichischen Trainer wünschst. Den hast du jetzt bekommen. Wie happy bist du denn, dass es so schnell geklappt hat mit Joachim? Ja, wir haben gesagt, die Zeit drängt. Wir müssen ja, natürlich haben wir schon eine Zeit, aber wir dürfen nicht zu viel Zeit verlieren. Also die Mannschaft sollte dann vom Start weg funktionieren. Und da ist natürlich der Trainer ein großer Baustein, weil er die Mannschaft mitgestalten muss und auch soll. Junger Trainer war mein Wunsch. Ja, okay. Joachim haben wir noch zum Friseur geschickt heute, war schon schwer der Wunsch in die Erfüllung gegangen. Aber jetzt, glaube ich, schaut das Ergebnis ganz gut aus. Jetzt kann er neben einem älteren Sportdirektor danach richtig, ja, richtig hervorstechen. Junger Trainer in dem Sinn, nicht vom Alter, sondern von dem, dass er noch nicht in der Bundesliga nicht viel Erfahrung jetzt gesammelt hat, der Jockey, aber trotzdem ein Mann ist, der schon viel Trainerstationen hinter sich hat und auch schon Erfahrung, also in diesem Sinne hat. Die Erfahrung bei mir jetzt als Sportdirektor ist ja auch neu, also ich bin ja in dem Fall ein Neuer, aber ich kenne den Jockey, wie gesagt, schon länger, habe mit ihm in der Nationalmannschaft zusammengespielt. Und ich weiß, wie er am Platz immer seine ganze Energie liegen hat lassen und seine ganze Leidenschaft. Und ich glaube, in der Richtung passen einmal wir zwei auf alle Fälle gut zusammen. Und ich glaube, wir zwei passen auch gut zum SCR Alltag. Und deshalb werden wir jetzt, wie gesagt, wieder die Ärmel aufkrempeln. Eine Woche später sagen wir wieder das Gleiche.
Ja, und werden versuchen, eine schlagkräftige Truppe jetzt zusammenstellen. Also die Hauptarbeit liegt jetzt schon in den nächsten 14 Tagen und dann natürlich für unseren Cheftrainer da drüben am Platz, am Trainingsplatz und dann schlussendlich am 29. oder wo auch immer wir da spielen, im Stadion. Aber ich freue mich, dass das jetzt geklappt hat und dass nicht immer nur Vereine dann irgendwo ausgehen. Wir möchten gerne mit jungen Österreichern am Spielfeld arbeiten oder auch als Trainer, sondern wie das auch dann beim SC Rheinalltag umgesetzt haben, dass wir das auch wirklich dann in die Realität umgesetzt haben. Joachim, im März haben wir dich noch als Co-Trainer vorgestellt, jetzt eben als Cheftrainer. Nimm uns mal mit, wie bereit bist du jetzt für die Aufgabe, Bundesliga-Trainer zu sein? Ja, schönen Mittag. Zuerst einmal von meiner Seite auch. Ja, wie bereit? Sehr bereit. Ich glaube, es ist ein logischer Schritt für mich jetzt da in meiner Entwicklung, dass ich die Chance nutzen möchte. Ich bin sehr froh, dass ich die Chance bekomme. Ich habe alle notwendigen Ausbildungen für das abgeschlossen oder noch nicht ganz abgeschlossen, aber ich bin mit der Pro-Lizenz bald fertig. Ich habe gewisse Stationen als Cheftrainer jetzt hinter mir. Ich habe drei Stationen, fast drei Jahre als Co-Trainer in der Bundesliga hinter mir. Und dort ist es für mich einfach das Ziel und der logische Schritt, da den nächsten Schritt zu setzen. Bitte um eure Fragen. Frage an dich, Trainer. Es war ja auch ein Vorteil, dass du den SC Rheinalltag über zumindest die Qualifikationsrunde kennenlernen durftest, die Mannschaft kennenlernen durftest. Wie wichtig war das jetzt in den Gesprächen mit dem Roland Kirchler, dem Sportdirektor, was deine Vorstellungen betreffen, Mannschaft betreffen, deine Arbeit betrifft? Ja, ich glaube, in erster Linie war es einmal wichtig, dass ich da hergekommen bin mit dem Klaus, damit ich dort überhaupt ein Thema wäre im Verein. Ja? Ich glaube jetzt nicht, dass man noch einen Joachim Standfest gesucht hätte, wenn der noch in der Akademie in Bad Austria gearbeitet hätte. Aber natürlich ist es ein Vorteil, wenn du mit dem neuen Sportdirektor redest, über jeden Spieler ziemlich genau Auskunft geben kannst, dann hast du natürlich gute Karten, was jetzt Ratschläge betrifft für Verbesserungsmöglichkeiten oder wo man sie vielleicht auch verändern sollte oder wo die Qualität genug oder gut vorhanden ist. Jetzt verbessere mich bitte, wenn ich was Falsches sage. Wir kennen uns schon ein bisschen aus Spielerzeiten vom Nationalteam her noch. Und auch jetzt durch diese Quali-Runde. Du wirkst als sehr ruhiger Mensch. Trainergeschäft ist heutzutage auch etwas, ein bisschen Show, ein bisschen mal lauter werden zu müssen. Ist das etwas, was du kannst, was du willst? Oder bleibst du den Joachim Stammfest, der du bist? Na, also ich glaube, da habe ich wenig Probleme damit. Also, ich war ja, ich glaube, wenn man Schiedsrichter aus den letzten 20 Jahren befragt, wer wahrscheinlich der lästigste Spieler war, dann kommt sehr oft die Meldung der Steffen Hoffmann und ich. Also ich habe da keine Probleme, meine Meinung kundzutun und lauter werden ist überhaupt kein Thema. Wenn mir was nicht passt, dann sage ich jedem meine Meinung ins Gesicht, so bin ich gestrickt, so bin ich aufgewachsen. Damit habe ich überhaupt keine Probleme. Jetzt eine Frage an die zwei Herren neben dir. Ich weiß nicht, wer die beantworten will, weil es ist keine Laufzeit vom Vertrag öffentlich gemacht worden. Wie lange will man denn oder wie lange läuft der Vertrag mit dem Joachim Standfest? Die Frage ist jetzt fast ein Widerspruch, weil wir haben es bewusst nicht veröffentlicht. Also wir sollen jetzt nicht beantworten. Wir haben einfach gesagt, auf der Führungsebene, ob es jetzt Sportdirektor, Trainer ist, gibt es keine Laufzeiten. Intern natürlich ja, gibt es sie. Wir haben es in der Vergangenheit sehr oft betont. Wir wissen, welcher Weg hinter uns liegt, welche Veränderungen auch hinter uns liegen und dass da eine hohe Fluktuation war. Und das Wort kann ich nur wiederholen und betonen und wir möchten jetzt endlich Kontinuität beim SC Rheinalltag einziehen lassen und das ist unser sehnlicher Wunsch, deshalb hoffen wir, dass die Zusammenarbeit sehr, sehr lange dauert und wenn sie einmal beendet wird, dann hoffentlich nur aus einem Grund, dass sich einer dieser Herren da am Tisch
verbessern kann, weil wir sehr erfolgreich waren. Das ist unser sehnlichster und unser innigster Wunsch. Aber wir wissen auch, dass es anders kommen kann. Nichtsdestotrotz, der Roli hat es vorher gesehen, ich glaube, die zwei Herren passen sehr gut zum SC-Alltag. Wir sind wirklich voller Überzeugung und das Gefühl ist so gut wie schon lange nicht mehr, auch wenn das alles keine Garantie ist. Aber wir möchten langfristig zusammenarbeiten. Joachim, großer Vorteil, wie gesagt, du kennst die Mannschaft schon, hast sie kennengelernt. Jetzt abgesehen von Abgängen oder so, wo siehst du die Stärken bzw. die Schwächen in dem Kader bzw. wo bedarf es Verbesserungen aus deiner Sicht jetzt? Ja, Verbesserungen überall. Nicht falsch verstehen jetzt. Also ich glaube, wir sind in einer sehr schwierigen Zeit hierher gekommen, wo die Nerven blank gelegt sind, das Selbstvertrauen der Spieler am Boden war. Jeder Spieler, der dort in dem Team war, hat sich charakterlich überragend verhalten und hat bis zum Schluss alles gegeben. Man darf ja nicht vergessen, ich glaube, in so einem kleinen familiären Verein ist ja das noch viel schwieriger, weil du warst die Putzfrau, der Zeugwart, die Leute, die da mitarbeiten, unentgeltlich, die betrifft sie alle. Und die kennt man natürlich vor Augen auch. Also ist die Situation, glaube ich, noch viel unangenehmer für einen Spieler, wie wenn du bei einem großen Verein drinnen bist. Aber ja, wir haben einfach so viel Luft nach oben. Ich glaube, der Verein hat ein Riesenpotenzial. Und wenn ich jetzt in erster Linie was rausnehmen möchte aus dem Ganzen, wo wir Verbesserungspotenzial haben, dann ist es, dass wir athletisch einfach einen Riesenschritt nach vorne machen müssen. Ja, ich glaube, das war im letzten Jahr eines der größten Probleme, dass man in der Zeit nicht richtig überdauert dagegenhalten haben können. Die Intensität müssen wir eindeutig nach oben schrauben in unserem Spiel. Und das ist ein ganz klarer Ansatzpunkt, den wir für eine erfolgreiche Zeit brauchen. Wenn wir bei diesem Ansatzpunkt weiter fragen, gibt es ja auch das Ding, dass du noch auf der Suche nach einem Co-Trainer bist. Heißt das auch, dass es da noch neben dem Co-Trainer noch weitere Veränderungen geben wird im Betreuerstab, wenn man von der Athletik spricht? Die wird es nicht geben, nein. Also der Dario Müller wird der Athletiktrainer bleiben. Ich halte große Stücke auf ihn. Das ist wirklich ein engagierter, bemühter, junger Sportwissenschaftler, der fachlich absolut top ist. Und er wird sich genauso mit uns weiterentwickeln und wird das Schiff in die richtige Richtung lenken. Und zum Co-Trainer, willst du schon was sagen? Ja, kann ich noch nichts sagen. Es gibt drei Kandidaten jetzt für mich, mit denen man Gespräche führen muss. Und ja, da wird es eine gute Lösung geben. Trainer, für was möchtest du stehen jetzt nachher, wenn die Saison beginnt mit dem SC-Alltag? In erster Linie möchte ich für einen erfolgreichen Fußball stehen. Ja. Das ist ganz klar. Ich glaube, wir haben trotzdem wieder einen mehr oder weniger großen, kleinen Umbruch in der Mannschaft drinnen, auch mit den ganzen Abgängen, die jetzt schon bekannt sind. Es werden neue Spieler dazukommen. Das heißt, wir werden am Anfang sicherlich auf Basics setzen, die wir einfordern werden. Wir wollen wieder ein Stück weit dorthin zurückkommen, wie Alltag vor ein paar Jahren waren, wo ich das als Spieler gemerkt habe, auch wenn ich da hergekommen bin. Wenn ich da herfahre in das Stadion, dann tut es weh. Und das war jetzt wurscht, ob ich einen Alex Guem nehme oder einen Olli Schnellrieder oder dann später einen Pippo Netzer oder einen Hannes Aigner. Es hat einfach weh dann da herfahren und ich glaube, das muss ein Markenzeichen von unserer Mannschaft werden, dass jeder, der da herkommt, wenn er da was mitnehmen will, dann muss er schwitzen und dann weiß er, dass es weh tut. Übrigens, es gibt noch Bilder. Gegenspieler, Roland Kirchler, also es muss auch wehtun haben. Ja, das hat nicht wehtun. Aber ja, so viel sind wir gar nicht zusammengekommen, oder? Nein, das ist ja, kommen wir zur Mannschaft. Ein wichtiger Punkt ist natürlich die Torhüterfrage. Kann da jemand schon was sagen, wie es ausschaut? Jetzt haben wir mal den größten Baustein erledigt, das ist der Trainer. Natürlich ist der Trainer mitunter auch mitverantwortlich, dass die Mannschaft dann eine Gestalt annimmt, aber wir sind ja immer ehrlich in der Kommunikation.
Und dass der Dino Casali gute Karten hat, ist ja kein Geheimnis. Die Vertragsgestaltung liegt dann beim Christoph, ist klar. Aber Jockey kann das vielleicht dann schon noch bestätigen, dass er in der letzten Zeit wirklich eine gute Entwicklung genommen hat und schon für mich ein Eckpfeiler in unserer Stammformation, in unserer neuen Hierarchie der Mannschaft auch sein kann. Aber es brauchte nicht nur einen, es brauchte dann im Hintergrund vielleicht noch einen guten zweiten Damen oder zwei Damen auf gleichem Niveau, die sich dann um die Nummer 1 irgendwo streiten. Also in der Richtung, ja, werden wir nur ins Detail gehen, aber Dino Casali habe ich jetzt auch, wo ich die letzten Spiele gesehen habe und auch die Mannschaft dann noch näher analysiert habe, auf einen sehr guten Weg gefunden und wird auf alle Fälle unser erster Ansprechpartner in dem Thema sein. Gut, dann bedanke ich mich und wünsche viel Erfolg.